Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 2. So, letzte Folge haben wir hier den Flashman ausgeschaltet. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem Headman, einfach nur weil er uns so seltsam anguckt. Ja, die Stelle muss man immer mitsingen. Okay, hier scheint es ein bisschen wärmer zu sein als sonst wo. Oh, kein Problem für uns. Oh, fuck, stimmt. Die Steuerung vergesse ich immer. Man springt ja hier nicht auf Pfeiltaste, sondern auf Komma. Nee, auf Punkt. Gott. Ich bin irgendwie daran gewöhnt. Keine Ahnung. Mit Leertaste oder wenigstens mit den Pfeiltasten zu springen, aber... Tja, mega nein. Hab ich voll vergessen. Ja, hier, das Springen. Oh Gott. Oh, die Musik, oh ja, Gott. Erinnerungen. Komm endlich her. Okay. Gott, das ist hier ein echt behindertes Jump'n'One. Oh Gott. Okay. Oh fuck. Da war ich jetzt zu übermütig. Aber egal, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir sind Mega Man. Wir lassen uns von sowas nicht abfalten. Also, wir rennen hier einfach durch. Kein Problem für uns. So. So, langsam bin ich hier wieder im Mega Man Feeling drin, merkt man vielleicht. Ich mache weniger Fehler. Ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Das hat man davon, wenn man den Mund aufreißt. Okay, aber ich mache schon weniger Fehler hier. Das war jetzt hier einfach extrem idiotisch von mir. So, so. Ja, der kommt von unten. Wie gemein ist das denn? Okay. Oh Gott. Das finde ich so ein bisschen blöd an Mega Man, dass das dann so eine Zeit backt, wenn man Leben bekommen hat. Oh nein, 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 nein. Komm. Oh, komm schon, genau dann kommt das dann. Scheiße. Okay, die Stage wird mich noch lange nerven. Ich sehe es schon vor mir. Das wird leicht nervig sein. Aber egal, wir kriegen das hin. Der Anfang geht ja einigermaßen. Ich sollte, glaube ich, aufhören, irgendwie zu sagen, dass alles einfach ist. Also ich habe das Gefühl, es macht alles nur viel schlimmer. Aber keine Sorge, wir haben das, wir kriegen das. So. Bitte kommt er jetzt da nicht raus, gut. Ich will einfach schnell durch, entschuldigen Sie mich. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt hier hoch, jetzt da drauf, jetzt hier drauf, jetzt hier drauf. So. Fester Boden wieder unter uns. Oh, scheiße, das waren die Dinger. Oh, fuck. Könnte das wieder weg. So. Jetzt hier auch.
Okay. Oh fuck, hier habe ich vergessen zu springen. Komm, komm, hier hoch. Ach fuck, ich vergesse immer zu springen und lande bei dem Typen da unten. Ist echt nicht gut. Oh Gott, das hat mir jetzt unser die Hälfte unseres Lebens gekostet. Oh, was? Ach, du Scheiße. Ach Gott, lass mich doch nur. Verdammt. So, das wäre die beste Methode hier. Dann geht das nicht mehr. Dann ist er da. Okay, muss ich jetzt selbst ein bisschen überlegen. Es geht doch eigentlich nur da. Hier oben können wir nicht hin. Verdammt. Ich glaube, wir machen mal eine andere Stage. Ja, ich überspringe gerne Stage, die mir nicht gefallen, so. Ja, ja, Game Over, das ist sehr schön, Mega Man. Ich überspringe doch gerne Sachen, die mir nicht gefallen. So. Statt dem Headman machen wir jetzt einfach den Quickman. Und das ist so das coole goldene Ding auf dem Kopf, das aussieht wie von den Samurais damals. Oh, hier ist ein Leben. Oh, da komme ich nicht hin. Oh Gott, die Dinger schon wieder. Okay, da sind wir dran vorbeigekommen. Hier ist gar nichts. Okay, einfach nur ein Durchgang. Das macht es einfacher für... Vorwarnung? Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr alle Sachen von damals. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich das hier machen muss, aber naja. Egal, komm, hört auf, eure komischen Penisse oder was das auch immer ist, da zu drucken. Ich weiß gar nicht, warum sollte man Penisse drucken? Die Dinger verwirren mich bis heute noch. Warum druckt man Penisse? Ich weiß es nicht, ich muss es nicht wissen. Oh Gott, hier schnell weiter. Ach Gott. Ah, jetzt verstehe ich's. Quick, man. Du musst hier schnell sein. Ja, okay. Oh, was? Okay. Licht, geh wieder an. Licht. Vielleicht sollte ich die Typen mal leben lassen, aber... Ich wette, gleich kommt so eine Klippe und ich bin tot. Okay. Was passiert jetzt hier? Oh Gott, warte, ich komme nicht raus. Oh Gott, ich hätte da lang gemusst. Oh, diese verdammten Laser. Okay, wir kriegen das hin, Wir wissen ja jetzt, wie es geht hier. Wir wissen ja jetzt, wie es hier abläuft. Ah, verdammt. Egal, wir haben das ja. So, Leben auffüllen. Weitergehen. Und jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir hier hin, dahin, dahin, dahin. Und wie soll das denn gehen? Ich war so schnell wie möglich. Ah, verdammt. Ach, die Musik von Mega Man. Wir machen ja jemanden. Versuchen wieder jemand anderen.
Okay, dies ist die letzte Stage. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir halt diesen Part nichts erreicht. Also ich. Weil ich ein bisschen zu inkompetent dafür bin, irgendwas hier zu erreichen. Kletter, 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 los. Ach, die Musik. Die wunderschöne Musik von damals. Oh, verdammt. Ja, genau. Da, wo ich runterfalle, muss natürlich so einer auftauchen. Ach Gottchen, ich verwechsel immer die Pfeiltaste mit der Sprungtaste. Ach, und wieder von neuem. Ach, bitte, bitte, schlagt mich. Schlagt mich einfach. Oh, irgendwann muss man es doch lernen, dass die Pfeiltaste nicht die Sprungtaste ist. So, jetzt haben wir es durchgeschafft. Geht doch. Oh nee, nicht die Dinger. Die müssen auftauchen erst. So. Ach Gott, ich glaube, ich kann mich an die Stage noch sehr gut erinnern. An die Musiken kann ich, an die Musik von den Stages kann ich mich noch von allen erinnern. Aber nicht an alle Bosse und alles. Ich will schon die Energie haben. Oh, verdammt. Zu spät. Oh, Energie. Dafür gehe ich doch gerne mal runter. Wir könnten hier natürlich jetzt noch ein bisschen Energie farmen. Aber das wäre, glaube ich, einfach ein bisschen zu langweilig. Außer es kommt jetzt hier eine große Energie raus. Ah, komm. Es tut mir leid, aber... Mit voller Energie würde ich hier doch lieber gerne weitermachen. Oh Gott. Komm mir nicht so zu nah, bitte. So, dann gehen wir weiter. So. Passt doch alles. So, wir gehen hier nochmal hoch. Warten auf unsere schöne Plattform. Die ist auch noch wunderschön pink. Die männlichste Farbe, die es auf dieser Erde gibt, ist pink. Das weiß doch jeder. Ach Gott, das wird nervig sein hier. Vor allem jedes Mal wieder neu auf das Ding zu warten. Ach, wieso gibt es diese Dinger hier überhaupt? Die sind doch einfach echt nur um zu nerven. Die kommen so schnell nach. Vielleicht kann ich auch einen. Nee, ich kann nicht einen behalten. Die haben eine Respawn-Zeit. Respawn-Zeit. So. Ach, Gottchen. Die Stelle wird abfangen. Ach, ja. Warten, warten, warten. Ich kann hier auch nicht hochspringen oder so. Ach jo. Jungchen, damals gab's nur diese Spiele. Und da gehört er jetzt auf Geschick an. Warum mache ich eine Oma nach, in der Mitte einer Stimme, die Hitler klingt? Ja, damals war Mega Man ja noch ein sehr gutes Kulturspiel. Das hatte sehr viel mit der deutschen Kultur zu tun. Ja, ja. Glaube mir, ich kenne mich mit der deutschen Kultur besser aus als jeder andere. Ach Gott, geschafft. Jo. So, dann gehen wir mal weiter. So. Bisher eigentlich sehr einfach.
Oh, man fällt hier anscheinend runter. Ich sehe es doch schon an diesen Plattformen. Oh ja, die sind nur dafür gedacht, dass man runterfällt. Ja, dachtest du dir. Ich nicht. So. So. Ach, der Scheiße. Ach Gott, die Tamagotchi-Eier hier. Wir gehen einfach weiter hoch. Ich glaube, einfach dieses komplette Level ist auf runterfallen und verlieren und einfach so alles getrimmt. Ja, ja, du Vogel. Ich krieg's ja nicht so einfach hier runter. Ach nee, bitte nee. Ach nee, komm schon. Genau, und jetzt ändert er nochmal die Schussweite. Hört auf! Hört auf! Hört auf! Dankeschön. Ach jo, und jetzt schon wieder die Hälfte des Lebens verloren. Deswegen. Oh, ich komme nicht mal mehr weiter. Ach, das macht mir doch Spaß. So, wir springen hier mal ab. Weiterhin abspringen. Och Gott, zwei. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Das werden wir nicht mehr schaffen. Glaube ich, das Ende dieses Parts. Nein, wie sollen wir das noch schaffen? Ja. Das hätte man auch nicht schaffen können, jetzt mit dem wenig HP noch. Oder warte, wo sind wir jetzt? Vielleicht kann ich ja nochmal von neuem. Oh Gott. Je nachdem, wo wir sind. Ach komm, ein Versuch noch. Ach, das wird jetzt wieder lustig. Der Part geht wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Wenn ja, dann tut es mir leid. Aber ich will das schaffen. Ich will einfach nicht diesen Part beenden, ohne irgendwas erreicht zu haben. Gott, letztes Mal ging es auch gut. Komm, kletter, kletter, kletter. Einfach über ihn springen habe ich gemacht, ne? Och Gottchen. Diese Dinger, ey. Also das Level ist richtig abfuckt. Man hätte von Anfang an diese Leiter hier nehmen müssen. Und Gott, erst die ganze Quälerei nach oben und dann, ja, das war umsonst. Hätte gleich nochmal von vorne anfangen können. Ach komm, das Ei habe ich zerschossen. Wir klettern mal. Boah, Gott, du Vogel, ey. Ah, stimmt, hier war die Energie. Die will ich aber schon irgendwie haben. Ach Gott, dieser Vogel mit der Scheiß. Ach, das Spiel macht schon Spaß, ja. Nee, nee, aber Mega Man ist echt ein cooles Spiel. Nur manchmal ist Mega Man richtig abfuck, weil es einfach so gewollt ist. Klar kriegt der Vogel mich noch. Warum auch nicht. Wie soll ich die hier unten aufhalten, zu mir zu kommen? Das ist einfach so diese Logik von Mega Man. Wir machen jetzt hier oben Vögel. Die kannst du nicht aufhalten, irgendwie die Eier noch abschießen. So.
Gegner erstmal entfernen. Wenn hier oben jetzt noch ein Vogel kommt, ne? Dann gibt's aber Probleme hier. Ach der Scheiße, wo ist denn dieser Crash, man? Ah, da ist der Crash, man. Oh, jetzt gehe ich, darf ich mit halbem Leben gegen den kämpfen. Das wird lustig. Ich glaube, das haben wir verloren. Diesen Kampf. Oh ja, guck dir diesen Unterschied an. Und er wechselt auch noch die Richtung. Keine Chance. Der hat die Wechsel. Ich konnte nicht über ihn springen oder sonst was machen. Achso, ich habe noch einen Versuch. Ich dachte, alle meine Leben wären verschwendet. Okay. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas habe, von der Steuerung übersehen habe. Nein, okay. Jetzt wird's lustig hier. Ach Gott, ich würde dich gerne mal treffen, ne? Keine Chance. Okay, ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Ja, das war's dann leider auch für diesen Part. Leider habe ich nichts hinbekommen. Es tut mir leid. Aber beim nächsten Mal wird das schon wieder. Und bei dieser wunderschönen Musik jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss.